Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum nächsten Uncharted 4 PS5 Remastered Let's Play! Ja, Freunde, heute ist es soweit. Es geht weiter mit der nächsten Episode. Wir sind mittlerweile bei Kapitel Numero 4 angekommen. Ein normales Leben, a normal life. Und hier sehen wir Nathan Drake in seiner Bude zu Hause, in seinem Dachgeschoss. Und wir erkundschaften das Ganze jetzt mal hier. Er ist schon sehr alt geworden. Man merkt, so die ersten grauen Haare kommen. Wir gucken uns jetzt mal hier ein paar Sachen an. Wir werden auch bestimmt das eine oder andere wiedererkennen aus den alten Teilen. Daran erinnere ich mich noch. Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Oh, von den ganzen alten Teilen, Teil 1 bis 3, Leute. Wisst ihr das noch? Meine Güte, Alter. Ey, nehmt den Like-Button auseinander. Es kommt jeden Tag eine verdammte Folge. Ich will die 5000 Likes sehen, Alter. Jeder schreibt abends das Beste, was er machen kann. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Was meint ihr, was das alles wäre? Jetzt guck mal, was der da alles gesammelt hat. Das hat bestimmt so einen Wert, die er auf den ganzen Abenteuern erlebt hat. Sir Francis Drake. Ich hoffe, wir finden alles. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Oh, mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Ey, kennt ihr die noch, Alter? Ey, Bruder, wirklich, ich krieg grad Gänsehaut. Ich schwöre auf alles, ich lüge nicht. Ey. Das ist so krank, Digga. Ich weiß nicht, ob ich das anders empfinde als manch andere, weil man das schon 2007, 2008 gezockt hat, wo ich noch ein kleiner Pisser war. Aber es fühlt sich einfach so schön an, wieder das zu zocken. Und boah, die Grafik ist auch so gut, ne? Also, also wir werden uns schön Zeit lassen mit diesem Game. Wir werden hier nichts rushen oder so. Deswegen, Leute, sagt euren Freunden Bescheid, dass der Rille Peter wieder anfängt mit Uncharted und wieder angefangen hat. Und das würde mich auf jeden Fall unnormal freuen. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Sieh uns nur an. Oh mein Gott, guck dir das Foto an. Sully, Nathan und Elena. Sogar noch mit, das ist das originale Outfit aus Uncharted 3 und so. Krank. Wahnsinn. Wahnsinn. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Elena, Alter. Wirklich Traumfrau. So, okay. Boah, wirklich, als ob man hier gerade selber in seinen Sachen durchwühlt, oder? Seid mal ehrlich, so fühlt sich das gerade an, wenn man das hier wieder alles sieht, ne? Erinnerungen kommen hoch. Verrückt, verrückt, verrückt. Shambhala. Shambhala. Oh mein Gott. Mit Lazarevich. Kumpel. Der eine, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wo diese ganzen Yetis da gekommen sind und so. Boah, wisst ihr, wie geil dieser Teil noch gewesen ist? Wie ist der nochmal? Tenzin, ne? Tenzin Han oder so. Ja, Nate und Tenzin. Tenzin oder Scheiße. Boah. Ist das gerade schön, wieder in der Vergangenheit zu leben. Ich bin auch wirklich so ein Mensch, Leute, ihr kennt mich. Ist manchmal nicht so schön, die Eigenschaft, aber irgendwie ist sie auch schön, weil ich will sie mir nicht schlecht reden, weil es ist manchmal schön, sich mal einen Abend einfach hinzusetzen. Ich gehe meine alte Festplatte durch, gucke die alten Bilder an von damals, meine Schulzeit. Und dann hat man wieder, hat man so ein ganz, ganz besonderes Gefühl dabei, wenn man sich für einen gewissen Moment daran zurückerinnert, wie es in diesem Moment gewesen ist. Wie du in diesem Moment dachtest, wie du dich entwickelt hast und so. Das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Francis und seine raffinierten Rätsel. Ja, Mann. Das Ding, ey, was ist das denn hier, Alter? Ah, WhatsApp, Digga. Lass mich da alle in Ruhe. Ich bin immer Uncharted am Spielen. Boah, kann er das nicht? Warte mal, musst du das Safe irgendwie öffnen können, oder? Nee, ich glaube, geht nicht. Schade. Boah, ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, was da alles drin gewesen ist. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Ach ja. Stimmt. Junge, sein Haus, ne? Was da oben alles ist, ey. Stell mal vor, man kann so lange schütteln, auf einmal explodiert das gleich. Geisteskrank, geisteskrank. Es gibt auf jeden Fall in dem Spiel, gab es auf jeden Fall so ein paar Indizien an Last of Us 2, dass Last of Us 2 rauskommt. Haben ein paar Leute damals geschrieben, das weiß ich noch. Ich habe es, glaube ich, damals nicht so wirklich gesehen gehabt. Wir gucken uns aber erstmal nach oben. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles gefunden, außer hier. Schön in der Vergangenheit rumzuwühlen. Ah, guck mal, da haben wir noch das Ding aus dem Knast. Objekt durchsuchen. Nein. Oh. Ja, Wahnsinn. Ja, danke für nichts, Dismas. Der heilige Dismas. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Übergang war jetzt und sowas. Ach.
krank. Das ist wirklich 15 Jahre später, als die beiden da im Knast gewesen sind, ne? Heftig, Alter. Und da haben wir diese ganzen Abenteuer hier erlebt und so. Das war eine verrückte Nummer. Was war das denn nochmal? Royal Inn? Boah, Sri Lanka? Was war das nochmal? Hi Nate, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben. Nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefühlt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Chloe, boah, das war diese Frau, ne? Sorry. Aber man darf ja sagen, ne? Also. Wahnsinn. Was haben wir hier noch Schönes? Nicht mehr wirklich mein Ziel. Gürtelschnalle, oder was? Er ist alt geworden, der Nate. Das ist scheiße, Mann. Das ist voll kacke. Das fuckt mich richtig ab, dass er so alt geworden ist hier. Was steht da auf dem Zettel drauf? Santa Marisa. Francis Rescue de Corona. Oh mein Gott, da steht einfach Corona, Bruder. Bruder, damals schon bei Uncharted. Oh mein Gott, wenn man was so sieht. Bruder, Uncharted hat uns damals schon vorgewarnt, Leute. Francisco Vasquez de Corona. Ja. Wahnsinn. Die wurden damals vorgemacht. Ah, ballern wir jetzt nicht rum? Ach, sorry, Leute. Da kommt sie. Die Deckung. Zingelt. Junge, da kommt der. Da kommt der Alpha Nathan. Weiter, weiter, weiter. Geh in Deckung, Bro, Nathan. Geil, Alter. Junge, so wäre ich genau auch, Alter, wenn ich älter wäre. Immer noch die Kindheit leben lassen. Nimm, nimm, nimm. Lad nach. Weitergehen. Bam, 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 bam. Ja, und dann die Dinger danach aufsammeln. Hätte ich richtig Bock. Nein, keine Munition mehr. Keine Munition mehr, Nathan. Komm, 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 komm. Auf die Weltkugel. Schieß, schieß, schieß. Dreh dich. Nein. Keine Munition mehr. Oder doch, wir haben noch Munition. Komm, lad nach, komm. Schieß. Bin gleich da. Elena, kommst du runter zum Essen und Nathan ist hier oben am Ballern, Alter. Ich komm nicht klar, ey. Alter. Wirklich, genau so wäre ich, Alter. Einfach wieder schön. Was für ein geiles Dachgeschoss, ne? Schon riesig, ey. Okay. Ich glaube, wir können runter. Wir waren genug in der Vergangenheit, haben uns hier alles angeschaut. Wirklich, da kommen alte Erinnerungen hoch. Geisteskrank, ey. Wie lange das auch schon wieder her ist, Leute, ne? Wahnsinn, sage ich dazu nur, ey. Okay, wir gehen runter zu unserer geliebten Frau. Was für ein geiles Haus die haben, ne? Ja, Bruder, der Typ hat auch so viel Schätze gefunden, Alter. Der könnte sich, glaube ich, 10 von den Dingern holen, ey, gefühlt. Wie viel Schätze Nathan gefunden hat, ne? Genau, wir gucken uns jetzt noch weiter um, ihr Chat. Boah, es geht ja noch weiter. Also ich sage so, wie es ist jetzt nicht so mein Stil, wie man ein Haus einrichten würde so. Aber sieht auf jeden Fall trotzdem gemütlich aus. Boah, guck mal, der Boden, wie das reflektiert und so alles. Alter. Geisteskrank. Oh, daran arbeitest du gerade? Bangkok. Der ultimative Reiseführer für Bangkok, okay. Krass. Elena ist immer einer, glaube ich, die viel reisen möchte. Ja, ja, Nathan, was sind das für Tücher da? Hä? Ja, ja, das war dein zweites Zimmer, ne? Ich will gar nicht wissen, was hier abgeht, wenn hier die Gardinen... Ah, guck mal, man kann sogar rausgucken. Lol, guck mal, da geht jemand Gassi mit seinem Hund. Geili! Krass, man kann jetzt einfach rausgucken. Ist mir gar nicht bewusst geworden damals. Wow, wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Alter. Guck ich diese Fotos an. Schön, ne? Schön, 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 Freunde, ehrlich. Guten alten Zeiten. Und diese Melodie im Hintergrund, ne? Ah, wahrlich Gänsehaut. Pure Gänsehaut, Alter. Warte mal ein bisschen an. Guck mal, sogar Spiegel, alles am Start. Wie das doch aus. Das haben die echt geil gemacht. Also mal, können wir einfach komplett rausgucken, so, ne? Um die Ecke quasi. Können sogar gucken, wie der Typ da hinten mit seinem Hund weiter Gassi geht, ne? Wie krank. Na, seht ihr den da hinten? Geht einfach Gassi, ey. Einfach Gassi. Was ist denn da für ein Foto? Okay. Irgendwas war hier mit Last of Us 2. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo wurde hier was geteasert oder so. Aber ist ja jetzt auch egal, Leute. Ich gucke einfach, wir schauen uns einfach hier gemütlich um. Ne, heute ist mal so eine bisschen entspanntere Folge.
Nein, Bruder! Ich guck mal, ich die Folgen auf jeden Fall safe heute 25 Minuten halte. Wir schauen einfach mal. So, weil ich werde es ja jeden Tag bringen, wie gesagt, hier ist das Schlafzimmer. Aha. La Haza. Junge, wie riesig dieses Haus ist, ne? Aber guck mal, auch keiner. Guck mal, Listerin-Mundspülung, oder was? Ich schwöre, Listerin-Mundspülung. Sieht genauso aus. Ein Föhn. Irgendwelche Sachen. Nice, Digga. Nice, nice, nice. Verrückt, verrückt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob hier irgendwo hier, wo diese Andeutung auf Last of Us 2 ist. Guck mal, Kleiderschrank. Guck mal, alles durcheinander geworfen, oben einfach reingestopft. Ich glaube, die leben aber auch schon einige Jahre hier, so wie es aussieht, ne? Oh. Hm. Die Hochzeit. Guck mal, da rechts. Rechts daneben, wow. Sully. Boah. Guck mal da, Sully. Mit Tränen im Auge. Wunderschön. Wirklich na, wunderschön. Das gefällt mir. Guck mal, wo die da sind, Digga. Auf den Malediven irgendwo oder so. Wirklich. Wie schön, ne? Wie schön. Jeder wünscht sich so einen Freund wie Sully, Alter. Ehrlich. Sully. Das erinnert aber wirklich, wenn man so rausguckt, denkt man so auch ein bisschen so Last of Us-Vibes, ne? Finde ich schon, definitiv. Also wirklich, Naughty Dog und Sony, da, es gibt keinen, der für mich bessere Story-Spiele machen kann als die beiden, Alter. Das Bett ist aber echt ein bisschen klein, ne? Könnte ein bisschen größer sein. Aber ja, die haben ihr eigenes Bad. Dann haben die nochmal so eine Wäschekammer. Da nochmal ein Zimmer. Junge, wir gucken uns das Ganze aus in Ruhe. Ist mir scheißegal, Chat, Alter. Ist mir scheißegal. Ihr seht einfach, wie ich das fühle, Digga. Das ist das Wichtigste. Ich bin hier nicht da, um das Spiel durchzurushen. Ich bin da, um alles nochmal von neu zu erleben. Alles nochmal zu sehen. Guck mal, da ist sogar das Foto. Aus dem Buch, glaube ich sogar, ja. Ey, mach die Musik aus. Hallo, Copyright. Guck mal, da ist Elena am Sitzen. Ah, hier ist auch nochmal eine kleine Gäste-WC. Und hier ist dann das Wohnzimmer. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Bisschen in der Vergangenheit gefühlt. Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Spicy Dumpling? Ja, na klar. Danke. Bruder, ne, was für Cola, Bruder. Erstmal schönes Bierchen hier. Spicy Dumpling. Ein paar Hot Wings von KFC. Erstmal ein bisschen Rille machen. Oh, Rill. Gönn dir doch, Bruder, trink. Boah, keine Spülmaschine, schwierig. Ich sage euch so, wie es ist, ist jetzt nicht so mein Stil, wie ich ein Haus einrichten würde. Aber ich finde, es ist trotzdem sehr gemütlich. Grill steht vor der Tür. Ja, ein bisschen mehr Pflege wäre hier mal angebracht, ne, Nathan? Mikrowelle einfach hier platziert. Hier die Teller. Ja, das macht Elena da. Ist wieder ein Dokument am Schreiben. Okay, wir holen da mal das Essen ab. Was steht da auf dem Kühlschrank eigentlich alles drauf? Mal gucken hier. Send me the ones. Barley. Can Editor. So viele einzelne Sachen und Details. Aber stell mal vor, war so viele Gedanken wieder. Stell mal vor, Joel hätte von Last of Us auf Nathan getroffen, Alter. Das wäre, glaube ich, die Kombination Messi und Ronaldo, Alter, ehrlich. Verrückt. Was gibt's denn zu essen? Dann setzen wir uns mal hin. Und. Hm. Fertig, okay. Hm. Hast du es geschafft? Ja. Oh. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Hm. Boah, hab ich Hunger. Ja. Richtig schön, die zwei wieder zu sehen. Also, nur mal deinen Tag. Was? Hm? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, Thumbnail. Klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. Was gibt's denn da zu essen, Alter? Sieht aus wie Nudeln. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber so müsst ihr euch vorstellen, bei mir und Janina, wenn wir beide zu Ende gestreamt haben. Ja, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe heute bei Fortnite 20er-Bombe geholt. Ja, ich habe heute nur 3 geholt. Ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder
sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Ja, da kommt der alte Nate wieder, ich schwör's dir. Der hört gar nicht mehr zu. Der guckt nur das Bild an und denkt sich, boah, das waren Zeiten, Alter. Geil, Alter. Ich feier den Typen. Er ist der Beste, Alter. Der Beste. Ey. Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter. Es war echt interessant. Was habe ich denn gesagt? Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Was? Der hier? Ich feier den Typen, ne? Flüge in Bangkok, Bewohner von Bangkok, die verschollene Stadt Bangkok. Bewohner in Bangkok. Die Bewohner von Bangkok? Und der Smog? Und wie sie deswegen nirgendwo hinfliegen können und nicht atmen können? Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Geil. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind, du könntest Sullivan anrufen. Jawohl. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ja. Ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht an. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Warum hat er Sully 2 Jahre nicht gesehen? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespült. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... Was? Darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ich erinnere mich. Du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow. Okay, Cowboy. Geil, PlayStation 1. Okay. Guckt's euch an. Zu und lerne. Boah, dieser Sound, Nostalgie. Guck mal, PlayStation 1 einfach mit Memory-Karte. Das ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Guckt euch das an, Leute. Ungeduldig. Ne? Genau wegen sowas liebe ich diese Spielreihe. Okay, los geht's. Hier. Wie heißt das denn nochmal? Crash Bandicoot, genau. Crash. Problem? Nein, nur... Crash Bandicoot. Guck mal, der Controller noch. Wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste Hauptsache, ich. Sie zockt und er zockt nicht. Okay. Ach, geil. Lauf Egal. Auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen. Geht oh mein und Gott. Die Kreistaste ist dein Drehen. Ach du Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach weg. Junge, man kann sogar nicht mal den linken Stick verwenden. Ich muss einfach... Oh, wie lange das her ist, Alter, und man das noch gezockt hat, Digga. Das waren die wahren OG-Games. Weiter so. Was ist das, ein Fuchs? Ein Beuteldachs. Sieht nach Fuchs aus. Muss aufpassen. Jeans. Wow. Okay, zerstör die Kisten. Ja. Zerstört Nein. Fuchskissen. Ah. Beuteldachs. Er macht das nicht. Jackpoint. Das ist nicht sehr realistisch. Nein. Perfekt. Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Junge, wir müssen diese ganzen Dinger so komisch, ohne den linken Stick zu spielen, okay. Alter. Also man muss wirklich mit diesem Steuerkreuz spielen. 100? Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Komm. Junge, Alter, einfach, wir zocken einfach Crash Bandicoot. Ich komm nicht klar, Alter. Wahnsinn. Das war. Wir haben es geschafft. Ernesto ist der Beste. Und diese Geräusche noch. Diese Punkte. Nein, Bestscore 3,5. Wir haben es nicht geschafft. Was? Das war's? Selber schuld. Das muss Thumbnail sein, ehrlich. Thumbnail. Ich war's halt.
Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Aha. Willst du das? Aha. Kamera aus. Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Ihr seid das Traumpaar. Komm her. Aha. Ah ja. Er ist wieder in seinem Dings da, in seinem Hafen da. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon. Nathan hat, glaube ich, gar keinen Bock auf seinen Job. Das merkt man dem richtig an. Ja, kann ich helfen? Oh ja, ich, Oh mein Gott. Suche meinen kleinen Bruder. Das ist einfach Sam. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Digga. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Alter. Oh mein Gott, Sam. Wow, okay, langsam. Ich dachte einfach, er ist tot, Leute. Wie? Im Knast. Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten, das wäre ich fast. Mensch, Sammy. Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Das ist so krank, hey, ne? Hey, alles klar bei dir? Ich würde auch nicht klarkommen, ne? Ich würde gar nicht klarkommen auf mein Leben. Das ist so krank, schnell vor, euer Bruder ist tot, wo ihr mit ihm aus dem Knast ausgebrochen seid. Auf einmal kommt der 15 Jahre später, steht vor eurer Türe, Bruder. Jetzt wie würdet ihr reagieren? Oder? Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Oh, guck mal die Grafik, Alter. Meine Güte, Bruder. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten. Wir haben alles erlebt. Ein Bauchschuss. Du hängst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, Mann. Ja, das. das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Boah, ich habe Eldorado gefunden, ich habe Shambhala, ich habe Sonnenstein entdeckt. Eldorado. Okay, erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Meine Güte, Alter. Meine Güte, guck mal, die haben die ganze Nacht zusammen Noch da gesessen und geredet, ne? Stadt zerstört. Fehlen nur noch ein paar Bierchen, Alter, ehrlich. Gerade so. Unglaublich. Wahnsinn, ja. Ehrlich. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Er hat nie wirklich Geld aber gehabt, quasi, sagt er gerade. Okay. Ein paar schöne Sachen gefunden. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Mehr nicht. Verlobungsring, ich bin verheiratet.
Unglaublich. Elena aus den Geschichten. Sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Und ja, Freunde, wie der Bruder aus dem Knast entkommen ist, erfahrt ihr bei der nächsten Folge. Genau da machen wir weiter. Auf jeden Fall wirklich eine sehr geile Folge. Man braucht nicht in jeder Folge Action haben. Ihr habt selber gemerkt, es war einfach so ein geiles Feeling wieder. Wirklich, als ob man seine alte Zeit wieder erlebt. Ich weiß es nicht, Digga. Es ist einfach nur ein Spiel, Digga. Deswegen, Leute, der Kanal heißt nicht umsonst viel Gaming TV. Ihr merkt, wie sehr ich da drin reinstecke, wie viel ich reinstecke. Und ach, Digga, ich stecke alles rein, Leute. Ey, ohne Scheiß, wirklich sehr geile Folge, wirklich so wieder mal die Vergangenheit zu erleben. Sehr schön. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Morgen geht's weiter mit der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und damit würde ich sagen, euer Ernesto ist raus und wir sehen uns morgen genau an dieser Stelle, wenn es weitergeht. Haut rein, Leute. Macht's gut und ciao.